Jungs, man merkt einfach, dass ihr beiden wie Pech und Schwefel zusammengehört. Ihr kennt euch schon lange. Wo habt ihr euch beide überhaupt kennengelernt? Also wir haben uns wirklich am ersten Schultag auf der Oberschule kennengelernt. Also ich hatte eine Freundin, die ich schon aus der Grundschule davor kannte. Und die saß neben Dark. Und die hat mich halt ausgefragt, so, ne, darüber, so, was, irgendwie, was ich so mache und so, hat mich eigentlich ein bisschen genervt. Auf jeden Fall hat sie aus mir rausgequetscht, dass ich halt Ärztefan bin und E-Gitarre spiele und so. Und dann hat sie gesagt, guck mal, der da, der heißt Vincent, der war mit mir auf der Grundschule, der ist auch Ärztefan, der spielt auch E-Gitarre. Und dann bin ich so hingelaufen, ich weiß noch wie heute, ich bin hingelaufen, hab gesagt, hi, du bist Vincent, ne? Ich bin Dark. Ich habe gehört, du spielst E-Gitarre und bist Ärztefan, ich auch. Hallo. So, wollen wir zusammen Musik machen? Wie lange ist das her? Dann heißt, das 1996 war das. 1996. Wo war das? Wo seid ihr ausgewachsen? Ganz am äußersten Stadtrand von Berlin. Am westlichen Ende von Berlin, in Spandau. Wir müssen noch mal ganz kurz was sagen. 1996, da war Lotte ein Jahr alt und ich war 4. Ja!